Dann los. Da ist bestimmt gar nichts für mich. Egal, wir wollen da hin. Und dann können wir nach Zelenogorsk oder auch nicht. Aber ja, danach machen wir erstmal, also dann legen wir uns irgendwie in den Wald und dann mache ich zumindest erstmal Schluss. Ja, ich muss da auch wieder früh hoch. Boah, gegen die Sonne laufen geht auch gar nicht, ey. Du kannst echt nur gezoomt laufen. Den Jägerrucksack, ne? Ja. Ja. Warum? Warum nicht? Weil der besser getarnt ist. Ja, ich habe meinen den einmal da liegen lassen. Muss mal gucken. Also, ich habe den tatsächlich nur deswegen. Ich weiß, dass die anderen ein bisschen mehr Platz haben. War auch nicht viel, das sind 5 Plätze. Aber da ist mir die Tarnung doch ein Tick wichtiger, als irgendwie so einen Leon, was weiß ich, orangen Rucksack aufzuhaben. Der grüne geht noch, aber... Ja, genau, der grüne geht noch. Aber der hier ist halt tatsächlich der geilste einfach. Jo. Bisschen umgucken nebenbei. Nicht, dass es hier gleich einer wegsnackt. Ja, ich bin immer ganz kurz zurückgeblieben. Ich gerade aus Versehen beim Sortieren aus Versehen meinen Munikasten aus dem Inventar geschmissen. Sehr gut. Oh nein. Oh, no message for 12 Och, seconds. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ja, da sollte aber wieder da sein, dann. Ja, geh mal kurz raus. Wir versuchen gleich mal auf den gleichen Server zu joinen, oder? Ja. Wie heißt denn der? Kannst du ja bei Verlauf gucken. Oder einfach wieder Play drücken. Eigentlich auch gehen. Nee, geht doch nicht. DE27 und so. Doch ein 40-Mann-Server. Oder das keine von. War das nicht. Okay, war das denn jetzt? Sind wir verwirrt. War das nicht dieser Clan-Server immer noch? Eigentlich sollte das, ja. Glaub auch. Ich join mal gerade drauf. Ah. Ja, das war der Clan-Server. Okay. Oh, what the fuck, wir stehen noch an der Farm. Aber geil. Ja, natürlich. Bestimmt. Das heißt, ich kann jetzt trotzdem mal eben was gucken. Suchst einen Clan? Nein, tue ich nicht. Was, Lars? Ich muss mal eben warten. Das ist natürlich doof. Gefloppt. Ja, ist echt doof. So, Flo, komm, wir haben nicht so viel Zeit. Ja, ich muss da eben warten. Musst du gerade ein bisschen stressen? Box. Da. Ist da was drin? Jede Menge. Aber lose, oder? Definiere lose. Ja, nicht im Magazin. Nee. Wie gesagt, Magazin habe ich nur das eine für die M4. Und das ist leer. So, wir können. Okay. Server wird alle 2 Stunden neu gestartet. Aber vielleicht war es das ja. Das heißt aber, dass auch wieder alles auf Null gesetzt ist jetzt. Das ist ganz gut, wenn wir da jetzt hingehen. Eigentlich schon. War hier was? Bei der Farm irgendwie? Ja, er könnte jetzt ja neu sein. Ja, aber ich würde trotzdem sagen, lass uns zum Turm. Ja, okay. Tatsächlich ist das keine schlechte Idee. Das Long Range Scope, das schmeiße ich jetzt weg. Ja. Ja, ist besser. Pfiuh. Plonk, tonk, 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 tonk. Fallen gelassen. Du, au, drüber gestolpert. Ach, ich. Bein gebrochen. Dann macht man die Mosin zur Krücke, beziehungsweise oder die Feuerwerks zur Krücke, oder man haut mit der Feuerwerks einfach das Bein ab. Ja. So, seid ihr hinter mir? Ja. Ja. Gut. Ein bisschen weiter weg. Oh, das ist nicht gut bei Yuvi. Tatsächlich ist dem nicht so, nein. Ja, Army Freak Yuvi und so. Ja, der Charakter lebt auch tatsächlich schon echt lange, also das kann ich nur immer wieder betonen. Meiner auch. Ich wechsle auch mit dem so oft die Klamotten, immer wenn ich was mit besserer Haltbarkeit finde. Muss ich jetzt auch wieder, mein Hoodie ist auch schon wieder worn. Weil der Zombie da drauf geknüppelt hat. Was heißt damp eigentlich? Das heißt dreckig. Nee, feucht. Ja, okay. Damp, stimmt. Damp with blood und sowas. Feucht vom Blut. Mhm. Und bist du schneller krank mit. Echt?
Gehe ich Ja, von aus, ja. ergibt zumindest Sinn, Ist ja ja. so, ich wollte gerade sagen, macht ja Sinn. Du wirst ja so mit feuchten Klamotten auch schneller krank. Weiß, 1 von Deswegen bin 1 ich sind ständig 11. krank. Aber wie kann ein Regenponcho denn bitte feucht sein? Von innen. Von innen, das Blut. Ich blute Du nicht, ich habe vom eine taktische Zombie mal Weste. geknallt gekriegt. Ich habe schon ewig nicht mehr geblutet. Also die taktische Weste ist echt ein krasser Schutz, muss man sagen. Das stimmt. Oder ist das eine taktische Weste? Oder ja, beziehungsweise hier so ein Schutzpanzer. Wir Die sollten mal Sache ganz ist halt, kurz man auf ihn weiß es warten. alles nicht, ne? Kann auch sein, dass man sich den ganzen Scheiß nur einredet. Ja, aber ich meine, das ist schon auffällig. Also wenn du nach Zombie-Hits nicht Okay. blutest und sonst immer blutest wie Schwein. Moin, ja. Hi. Also da ist das eigentlich schon ganz klar. Hier jetzt wieder ein bisschen wachsamer sein, Ja, ich weil zücke schon mal. neulich sind hier so Leute über uns rüber gelaufen, haben uns zwar nicht gesehen, aber das hätte auch schief gehen können. Ja, wir wollen ja nichts provozieren. Eben Richtig. gerade Du prahle ich könntest noch. auch mal den Turm hochgucken, weil da sind tatsächlich so Plattformen, wo man drauf sein könnte. Ist Also aber besonders die mit keiner. der Reling da oben. Ja, ich sehe aber Aber da ist, keinen. glaube ich, keiner mehr. So, jetzt ist hier die Straße, sollten wir vermeiden. Eher so nebenher. Dann ist da so ein großes Eingangstor irgendwann. Und bitte Flo taktisch halten jetzt. Also das heißt, nicht einfach loslaufen und looten. Bitte Flo. Loot. Ja, aber ich glaube, Flo war noch nicht mit uns in so einer Situation, wo es so richtig Nee. spannend Okay. wurde. Ja. So, hier ist auch so ein Militärgefängnis-Dingsbums, das große Gebäude. Das heißt, da kann jederzeit einer drin hocken wieder. Keiner weiß es. Es geht bestimmt nach außen auf. Natürlich. Und ich bin eingesperrt. Oh geil. In den Turm rein, nicht in den Geh da Turm weg. dies das. Oh, Macker, jetzt gib mir das Zeichen. Gib mir das Zeichen, bitte. Soll ich mal versuchen zuzumachen? Warte, ich. Ah, Okay, ist ist schon klar. passiert. Hier ist eine Mütze. Mütze ist Nicht gut. jetzt schießen, ich komme aus dem Turm raus. Ja. Turm? Achso, okay. Oh, hier ist die Tür offen, hier war schon mal jemand. Das heißt, der Server ist nicht neu gestartet. Nee, Oder wahrscheinlich ist das nicht. alles Quatsch? Egal. Was ist das? Nehme ich. Gib mir eine Deckung. Gehst du hoch? Ja. Alles klar. Hier ist ein Stück von Kanakate und Kochsalzlösung. Kochsalzlösung. Oder? Nee. Kochsalzlösung ist natürlich unsere. Bloodbag-Kit ist das. Und Wassertabletten. Können natürlich mal. Hat jemand von euch ein Bluttest-Kit? Ja. Ja? Wissen Sie? Oder nee, war das ein Bloodbag oder Bluttest-Kit? Stiefel. Ich mag hier drin eigentlich gerade nicht nachgucken. Ja, ist ja nicht so schlimm gerade. Ich glaube, hier ist keiner. Sonst nicht so viele Versteckmöglichkeiten hier. Was habe ich denn? Bewacht den Nee, Ausgang. Bloodbag-Kit. Leider nur. Okay, ich guck mal hier, was ich hab. Das hier EpiPen? Nee, Syringe. Epinephrin habe ich sonst noch. Ja, aber der bringt nur was, wenn ich ohnmächtig bin. Ah, okay, auch gut zu wissen. Jovi hat erstmal Munition liegen lassen und ein Magazin. Ich nehme ja nicht alles mit. Also ich habe zum Beispiel keine andere Waffe. Unten liegt noch eine Magnum. Was ist das da? Ach da, okay. Tja, das war jetzt eher sparsam. Ja, durchaus. War das mehr, war ist das nicht hier? Streichhölzer. Hier noch nicht. Oh, eine eingepackte Bandage, aber naja. Habe ich sonst auch noch. Ja, ich habe auch Bandagen, aber so eine besondere Bandage. Ich habe ein Ja, dann mal volles wieder runter. Magazin. Und was? Volles Magazin. Wart ihr in der Tür hinten schon? Welche? Die hier hinten? Achso, ja. Oder war ich da schon? Ich glaube, ich war da schon. Ja, wir waren da. Ich war da noch nicht. Ja, ist aber Hier ist nichts. halt sonst auch nicht so viel, Ne. ne? Na gut, Green Mountain abgehakt. Das war schon. Den Turm könnte man noch hochklettern, wenn man wahnsinnig genug ist. Ich glaube, es lohnt sich nicht. Das ist ja echt nix hier. Kosten, Nutzen. Nee, nur damit man es kennt, dass man weiß, dass es ein
wichtiger Orientierungspunkt ist. Ja. Zwischen den Städten. Weil, also, ich orientiere mich, wenn ich hier in der Gegend bin, eigentlich immer nur an diesem Turm. Und ja, eigentlich, wenn hier frisches Loot ist, dann ist auf jeden Fall, liegt da irgendwie eine gute Waffe, eine M4 oder sowas. Ja. Also sowas habe ich noch gar nicht großartig gehabt, also noch nie schussbereit zumindest. Mhm. Ich weiß, im Bohr ist auch nochmal unten so ein Lager, das ist auch nicht so fern von hier. Wie rennen wir denn jetzt gerade hier? Wir müssten eigentlich gerade runterlaufen. Nee, wir rennen gerade nach Nordwesten. Okay. Also, mehr so hier. So Süden wäre dann so die Richtung, wo ich gerade hingurk. Genau. Also, Moment, der dann. Also, wie gesagt, in Bohr, da habe ich mal eine M4 gefunden. Was denn in Bohr? Da ist auch so ein Militärlager. Oh. Ich muss so zufällig drauf gestoßen. Bohr. Und da haben mich dann vier Leute überfallen. Ach, das. Ach das war ich. Unter falschem Namen. Mein zweiter Steam-Account. Ihr merkt, von den über 700.000 Mal war alleine... gehen alleine 100.000 auf seine Kappe. Ich hab 100.000 Charaktere hier. Was ist das eigentlich für eine komische... Achso, ein Baum. Klamotte, die ruiniert ist, die kann ich aber wegschmeißen, oder nicht? Ja. Bitte weg. Oh, man ist schon wieder durstig. Da trinken ein Schlückchen. So, da unten kommen wir jetzt gleich an eine geteerte Straße. Mhm. Würde ich aber sagen, machen wir hier am Waldesrand mal Feierabend, oder? Ja. Was ist das da drüben für eine Stadt? Könnte Pulko sein, ne? Oder ist das schon Elektro? Nee, Elektro ist Küste. Hier ist noch nicht Küste. Oder? Warte mal kurz. Nee, Elektro sowieso nicht. Wenn, dann sind wir bei Lothar eher auf der Höhe, oder? Achso, kann sein. Das ist wieder so ein Stück der Karte, das ich gerade nicht sehe. Könnte sonst Osinogorsk sein, oder nicht? Genau. Das wird's wahrscheinlich am ehesten sein, weil wir gerade in die Richtung gelaufen sind. Ja. Reiten ihr? Stehen ja am Waldesrand, beide nebeneinander. Ja. Hechelnd. Wahnsinn. So, ich verstecke mich im Baum. Ja, gute Idee. Da man ja eh wieder stehen spawnt. Ja, und wundere mich das nächste Mal, warum alles schwarz-weiß ist. Naja. Nein. Das wirst du schon nicht vergessen. Ja, schon mal raus. Ja, dann, Freunde, ich danke euch mal wieder fürs Mitmachen, wie immer, und euch anderen da draußen auch wieder fürs Zuschauen. Und dann bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss! Tschüssing. Tschüss!